Schneller ist nicht gleich besser. Mit Habos MS18 LTX 15 gegen Makitas DUC 101. Ja, die mit Habo hat eine Kettengeschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde und Makita kommt gleich um die Ecke mit 8 Meter pro Sekunde. Es gibt aber auch noch einen riesen Vorteil, warum mit Habo langsamer ist. Sie hat mehr Power. Bei meinen Tests, die ihr jetzt gerade sehen könnt, habe ich Makita einfach mal ausgedrückt. Mit Habo zieht weiter durch. Also ich meine, na gut, wenn ihr einen Marathon lauft, dann wollt ihr auch ins Ziel kommen und nicht auf dem Weg dahin 5-mal abkacken. Und mit Habo hat noch 3 große Vorteile. Und zwar einmal eine größere Schwertlänge, wir haben keinen Ölbehälter und wir haben einen Teleskopstab, den wir benutzen können und können halt bis zu 1,80 Meter das Ganze nochmal ausfahren. Und der Teleskopstab ist nicht nur irgend so ein Ding, was ihr hier mit dran basteln müsst. Nein, der wird in die Akkuaufnahme draufgesteckt und der ganze Griff wandert nach unten mit Schalter, Entriegelung, allem Pipapo. Ciao!